Heute geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Wir befinden uns hier auf der weltberühmten Nürnberger Spielwarenmesse und nehmen euch einfach mal mit und zeigen euch, was da drin so abgeht. Ja, von wegen Spielwarenmesse, nur Bauklötze und Lego. Nein, Tech2Play, das ist hier dieser Showfloor, der vereint ja, ziemlich moderne Spielzeuge verschiedenster Hersteller, unter anderem Drohnen, VR-Brillen und 3D-Drucker sind hier geboten und werden hier ausgestellt. Also selbst in den Kinderzimmern ja, ist der Trend am Pulsieren, könnte man sagen. Ja, gerade haben wir schon eine fliegende Drohne gesehen. Jetzt haben wir hier eine Drohne im Käfig, nämlich Drone Ball. Und kannst du mir mal erklären, was kann das Teil? Was kann das Teil? Das schützt vor allem die Drohne vor Kollisionen. Das heißt, das kann bedenkenlos gegen Bäume fliegen, auf den Boden fallen, macht überhaupt nichts. Ne? Schwenkbar, hat eine eingebaute Kamera und liefert Bilder halt in Echtzeit. Ist es schon auf dem Markt? Gibt es es schon? Kann man das schon ist, so kaufen? Gelauncht. Ne? Das heißt, man kann das jetzt schon kaufen für einen sehr akzeptablen Preis, wie ich finde. Drone Ball, meine Damen und das Herren. Das ist voll fly, sozusagen. Ja, 3D-Drucker sind scheinbar auch für Kinder ziemlich interessant, nicht nur für uns Erwachsene. Hier ist zum Beispiel einer von Fischer Technik, den man sogar selber zusammenbauen muss. Und der dann in zweistündiger Arbeit diese kleinen Kisten hier herstellt. Die sind von der Druckqualität gar nicht mal so schlecht, also das ist wirklich eine ziemlich nette Sache. Und gerade mit einem Kollegen gesprochen, der dieses Teil zu Hause hat, und der meinte, 8 Stunden hat er ungefähr für den Aufbau gebraucht. Und jetzt ja, kann er frei nach seinem Gusto hier Dinge herstellen. Das ist schon richtig, richtig cool sowas. Wir sind hier am Stand von Biotron, so heißt dieser kleine Roboter, der auf einem Raspberry Pi basiert. Und was machen wir jetzt denn hier? Was sehen wir denn hier Schönes? Hier haben wir eine Möglichkeit gezeigt, was wir alles mit unserem Bausatz machen können. In dem Fall ist es ein komplexes Spiel, wo zwei verschiedene Teams gegeneinander spielen können. Ziel dieses Spiels ist es unter anderem so Fahnen, wie man sieht, mit diesen weißen Quadern zu erobern. Da muss man mit dem Laser in diese Treffererkennung reinschießen. Dann wird die farblich, kriegst eine andere Farbe und die Kamera erkennt es und das entsprechende Team bekommt Punkte zugeordnet. Wenn man schießt, verliert man natürlich Energie und wenn man getroffen wird, natürlich Lebenspunkte. Und dafür haben wir wieder so ein bisschen Ladestationen, wie ganz hinten dieses Dreieck, das rote. Wenn man keine Energie mehr hat, muss man hinfahren und dann erkennt die Kamera, man steht davor und dann kriegt man wieder Energie zum Weiterspielen. Vielleicht der nächste Trend, ja? Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall gut. Und im Programmierunterricht oder in der Schule hätte ich mich damals gefreut, wenn unsere Lehrer uns hier so ein Spielfeld aufgebaut hätten, auf dem wir uns dann mit Robotern gegenseitig abschießen können. Ja, auch für echte Cowboys wie mich ist hier was dabei auf der Spielwarenmesse. Ich habe mir hier dieses Zebra geschnappt und damit lässt sich es ganz gediegen in den Sonnenuntergang reiten. Ja, auch Videospiel-Franchises haben ihren Weg in die Spielzeugwelt gefunden. Zum Beispiel hier ein Call of Duty-Set, ein ganzer Kampftrupp. Oder hier auch gerne mal gesehen mit Panzer. Ja, kann man quasi seine virtuellen Abenteuer dann auch auf dem ja, Fußboden nacherleben. Hier nochmal ein größeres Modell, ein älteres Modell aus den früheren Call of Duty Teilen und natürlich auch ganz prominent zu sehen Halo. Ja? Der Master Chief und der Gebieter zusammen auf einem Warthog. Ist das nicht geil? Guck mal. Ja, was EA für die Gamescom ist, ist Lego für die Spielwarenmesse. Die haben hier mit Abstand den größten Auftritt. Allerdings passiert das meiste hier behind closed doors. Also die Neuheiten werden quasi hier präsentiert. Auch deswegen, weil man sich eben von Imitatoren schützen möchte. Es gibt dieses Jahr ein paar Neuigkeiten, unter anderem zum Lego Batman Movie. Der kommt jetzt auch im Februar in die Kinos. Ist hier auch auf dem Stand ein großes Thema. Ein paar Minecraft-Sets wurden vorgestellt und auch Lego-Technik-Neuheiten. Aber wie gesagt, da können wir euch keine Bilder dazu liefern. Das passiert hier alles hinter uns.
Auch beim Modellbau Riesen Revell werden Lizenzen scheinbar immer wichtiger. Hier sehen wir schon eine kleine Auswahl von diesem Star Wars Sortiment, unter anderem hier diesen riesengroßen Sternzerstörer. Man sieht auch Maßstab 1 zu 2700, also deutlich kleiner als das Original. Ich glaube, die Dinger sind auch vorbemalt. Also wer früher mal Revell-Modelle gebastelt hat vielleicht, der weiß ja, dass man die Teile immer bemalen musste. Ist jetzt zum Beispiel hier auch beim TIE Fighter nicht der Fall. Die kommen halt vorbemalt. Sehen aber wirklich cool aus. Sehen aus, ja, wie aus dem Film, könnte man sagen. Ja. Und wenn man mal hier, wenn du mal mitkommst hier, da sieht man halt noch mehr. So zum Beispiel den AT-AT oder den rasenden Falken hier. Diese Raumfähre. Also wirklich ein großes Sortiment, was hier am Start ist. Wir haben auch vorhin schon gesehen, eine Halo-Reihe wird es auch geben von Revell. Die geht auch Ende des Jahres. Ich glaube, im Oktober geht die an den Start. Auf jeden Fall auch für alle Zocker mal interessant, sich sowas ins Zimmer zu stellen. Wir sind durch für heute. Das war unser Tag auf der Spielwarenmesse. Wir haben uns heute ein bisschen eher auf die technischeren Sachen fokussiert, natürlich. Trotzdem gibt es hier so viel zu sehen, da reicht ein einziger Tag natürlich nicht aus. Man kann aber definitiv sagen, dass diese Messe riesengroßen Spaß macht. Und für alle vielleicht, die mal die Gelegenheit bekommen, hierher zu kommen, auch eine eindeutige Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.